shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe eine neue Info für euch am Start, denn Rockstar hat soeben die neue Eventwoche bekannt gegeben. Und ich kann euch so viel schon mal versprechen, dass die Leute mit dem kleinen Rang richtig auf ihre Kosten kommen, weil in dieser Woche gibt es richtig viel AP, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber ich fange jetzt am besten mal mit den Rabatten an, und zwar es gibt auf jedes Büro von den CEO-Gebäuden 50% Rabatt. Also wirklich, wenn ihr noch kein Gebäude habt oder kein Büro habt, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, das jetzt zu kaufen, weil 50% Rabatt ist richtig viel, weil die Büros sind richtig teuer, wie ich finde. Dazu gibt es noch 25% Rabatt auf die Büroausstattung, also auf den Tresoren, Waffenschrank und sowas. Zusätzlich gibt es 50% auf alle Klamotten aus dem Finians and Felony DLC. Also für die Leute, die die Klamotten richtig cool finden, denen würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Klamotten jetzt noch zu kaufen, weil auch 50% ist richtig viel. Dann gibt es noch was bisschen, meiner Meinung nach unnützes, und zwar 25% auf den Pegassi Reaper. Also wer dieses Auto noch nicht hat und optisch sehr gut findet, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Auto jetzt noch zu kaufen. Aber wer jetzt denkt, dass es ein super, super krasses Sportwagen ist, dem kann ich davon abraten. Also ich würde euch empfehlen, das Auto nicht zu kaufen, aber wem halt das Auto gefällt, der muss auf jeden Fall jetzt noch zuschlagen. So, und jetzt kommen wir mal zu den ganzen RPs, die ihr diese Woche sammeln könnt. Und zwar, diese Woche gibt es vom 12. August bis zum 18. August doppelt RP und doppelt Geld bei drei verschiedenen Gegnermodis. Einmal ist da Entourage mit dabei, die Hetzjagd und Extraktion. Zusätzlich gibt es zu dem ganzen RP-Gedönse noch für alle VIP und CEOs unter euch doppelt RP auf alle VIP-Aufträge und VIP-Herausforderungen. Genauso wie auf die ganzen Warenlieferungen, die ihr machen wollt oder machen könnt. So, dann geht's noch weiter mit dem Premium-Rennen, und da ist diese Woche das Vipucci Premium-Rennen dran. Da bekommt der Erstplatzierte $100.000, der Zweitplatzierte $30.000 und der Drittplatzierte $20.000. Also der, wo auf Platz 3 ist, bekommt halt sein Geld zurück, weil es kostet ja $20.000, um da teilzunehmen. Und wer halt auf Platz 4 oder 5 oder sowas kommt, der geht halt leider leer aus. Aber nicht ganz leer in dieser Woche, weil jeder, der da mitmacht, bekommt dreifache RP, und das finde ich mal richtig geil zum richtig viel RP farmen. Das einzige Blöde an dem Rennen ist, dass es nur mit dem Broken Tyrus möglich ist. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfahrzeug für die Stuntrennen. Ich bevorzuge lieber den RE 7B, aber mein Gott, man kann nichts machen. Trotzdem finde ich es eine richtig geile Eventwoche von Rockstars, und ich werde es auf jeden Fall spielen, um richtig viel Geld und RP zu machen. Also Jungs, vielleicht sehen wir uns beim Zocken, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in das Wochenende, und ich würde mal behaupten, wir sehen uns beim nächsten Video, also morgen. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, euer Zeddy, ciao.